Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe euch ja versprochen, ein ganz tolles Eisrezept, was ihr unbedenklich auch euren Kindern geben könnt und was gleichzeitig eine tolle Resteverwertung ist. Ja, und zwar heißt es eigentlich Nice Ice, so ist es Mode geworden. Und die Basis, naja, die hat wahrscheinlich jeder noch hin und wieder als Leiche im Obstkorb. Das sind nämlich Bananen, die gar nicht mehr so recht schmecken, weil sie schon sehr reif sind. Bei der Banane ist es ja so, dass die Stärke bei der unreifen Banane beim Nachreifen in Zucker umgewandelt wird. Deswegen sind so grüne Bananen so stumpf auf der Zunge. Die haben tatsächlich kaum Zucker, viel Stärke, weniger Kalorien. Und wenn sie ganz reif sind, dann enthalten sie fast nur noch Zucker und die ganze Stärke ist umgewandelt. Stärkegehalt geht gegen Null. Und das kann man sich beim Eis zunutze machen, weil man dann gar nicht zusätzlich Zucker braucht. Ich habe die eingefroren. Und zwar so in kleinen Stückchen. Nicht so. Ja. Sieht noch alles schön ordentlich aus. Das ist meine reife Banane. Und was ich noch so an Beerenobst hatte, ist ja geradezu die Beerensaison. Und weil ich ja insgesamt eine bestimmte Menge Obst habe, habe ich noch Himbeeren aus dem Tiefkühlfach dazugenommen. Ja, diese Beeren und die Bananen werden püriert mit Joghurt. Hatte ich gerade nicht. Deswegen habe ich jetzt hier Sojaskirr genommen mit Vanille. Und ein bisschen Zimt, weil Zimt sorgt dafür, dass es auch ein bisschen milder und gefälliger schmeckt. Und als Dekoration liebe ich das hinterher, Buchweizen drauf zu streuen. Das schmeckt dann ein bisschen wie geröstete Nüsse. Denn Buchweizen, wenn man ihn ohne Fett in der Pfanne röstet, wird er so ein bisschen crunchy, ganz schön zu kauen, schmeckt toll und passt gut zu unserem Nice-Eis. Also das ist so ein richtig vollwertige Zwischenmahlzeit. Und ihr seht, kein Körnchen Zucker. Das ist wirklich absolut das, was ihr essen solltet und ja, was so schön ist wie ein Obstsalat. Ja, das Obst wird püriert. Und der Joghurt kommt dazu natürlich. Den vermische ich jetzt vorher noch ein bisschen mit dem Soja. Also das ist auch was für Veganer. Und gleichzeitig ist es eben im Gegensatz zu dem Eis, was ihr in der Regel kauft, enthält es eben wirklich noch die volle Frucht. Ein bisschen Joghurt oder ja, Skyr, Sojacreme und sonst eigentlich nichts. Also das ist ein sehr pures Dessert, was auch Michael Pollan, der ja ein wunderbares Buch geschrieben hat, Eat Food, ist Essen, also richtige Lebensmittel, das findet ihr auch ganz toll. Jetzt muss ich mal gucken, ob das so einfach geht. Weil ganz besonders toll ist es in einem Hochleistungsmixer. Den hat aber nicht jeder. Und deswegen mache ich es jetzt mit dem Pürierstab, damit auch die, die keinen super duper Hochleistungsmixer haben, sehen, es geht auch mit ganz einfachen Mitteln. Noch die Himbeeren dazu. Und wenn das Ganze dann ein bisschen zu weich ist, könnt ihr es auch ruhig noch mal kurz einfrieren. Noch ein paar zur Deko, vielleicht zur Seite. Ja.
Ah, jetzt wird es schon rot. Wenn die Früchte sehr hart sind, muss man es vielleicht ein bisschen antauen lassen. Aber heute ist es so warm, dass es auch so hervorragend klappt. So, bin ich eigentlich fertig. Probieren. Und das Tolle, ich mag ja Banane gar nicht so wahnsinnig gern, aber das schmeckt auch gar nicht so doll nach Banane. Jetzt nehme ich meinen. Also die Nice Ice Portionen, die dürfen auch ruhig ein bisschen größer sein, weil kein Zucker drin, reines Obst. Das würde ich sogar meinem Baby geben. So, das ist jetzt meine Mega-Portion Nice Ice. So, jetzt würde ich das noch mit ein bisschen Buchweizen gerösteten bestreuen. Und jetzt kommt noch so eine ganz schöne Himbeere drauf. Und jetzt ist mein Nice Ice fertig. Sieht toll aus, schmeckt toll und ist eine wunderbare Erfrischung an warmen Tagen. Ja, guten Appetit und lasst es euch schmecken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich aufs Wiedersehen.